Ökonomie der Menschlichkeit sind wir ja dabei, Wirtschaft tiefer messbar oder erlebbar zu machen. Es baut ja bis dato alles auf Geld, auf monetären Erfolg auf und das ist so die Messlatte, bist du jetzt als Unternehmer erfolgreich oder nicht. Aber wir sehen auch bei Mitarbeiterfindung, bei den Energien, die Freude der Unternehmer, dass da große Unterscheidungen gibt. Und es ist uns gelungen, eine zweite Bilanz zu etablieren. Wir nennen den Freudestatus, die Freudebilanz. Der wirtschaftliche Erfolg misst sich in Geld und der menschliche Erfolg in Freude. Und Andreas Wurzrainer, Hochschule Innsbruck, ist ein ganz besonderer Mensch. Es gelingt ihm ganz offensichtlich, Menschen zu berühren, Kinder in der Potenzialentfaltung zu unterstützen. Er war Lehrer direkt an der Volksschule in Itter und ist jetzt an der Hochschule in Innsbruck. Und den Andreas die Frage, diese doch ungewohnte zweite Bilanz, die Freudebilanz, wo es um Menschlichkeit geht, dass wir uns da kurz austauschen. Wie kann man da reingehen? Wie kann man diese Spirale nach oben bringen? Wie siehst du jetzt diese zweite Bilanz, die auch völlig neu ist und in der etablierten Wirtschaft noch ein bisschen belächelt wird? Wie siehst du, welchen Zugang hast du da? Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ein sehr, sehr zeitgeistiges Thema, das du da in deiner Frage formulierst. Mir kommt vor, das Messen ist da ein Schlüssel. Dieser Zugang des Messens, vorher meintest du, es wird gemessen, wie viel Profit da ist. Jetzt soll gemessen werden, wie viel Profit in der Freude da ist. Vielleicht, wenn man da diesen Perspektivenwechsel schaffen könnte, dass es in dieser Bilanzierung nicht darum geht, dieses Endprodukt des Fortschritts anzuschauen, sondern den Prozess dorthin, der sich entwickeln ließ, welche Unterschiede das Gemeinsame jetzt macht, das was anderes ist, wie nur dieser eine Punkt, wo wir die Messung ansetzen, sondern das, was wir im gemeinsamen Beschreiben, im Erzählen, im Narrativ miteinander entstehen lassen. In jedem Moment, der beim Hinschauen passiert und dann, wie sich dieser Moment dann weitertragen könnte. Also ist der Ist-Stand, also wenn wir jetzt die wirtschaftliche Bilanz nehmen und ich habe einen riesen Minus vielleicht, dann sagt der Steuerberater Katastrophen. Da ist, glaube ich, der Status gar nicht entscheidend, sondern eben die Entscheidung, ich gehe den Weg, ich bekomme zur Menschlichkeit und schaue, dass wir einfach, oder wie würdest du es formulieren, dass Menschen besser umgehen, einen tieferen Sinn sehen, Arbeit macht ja für viele keine Freude, dass man das umdreht und da richtig einen positiven Kreislauf schafft, oder? Ja, also so wie wir vorher auch schon drüber gesprochen haben, dass meine persönliche Art und Form des Umgangs mit der jeweiligen Beschreibung ist. Also ich kann mir in jedem Moment ja entscheiden, wie ich darüber denken und reden möchte, dass es, wenn wir jetzt bei diesem Minus bleiben würden, dass es dieses Minus jetzt gerade ist. Ich kann in die Verzweiflung kippen, und die Wahrscheinlichkeiten, dass dann günstige nächste Ideen kommen, sinken damit dann auch in der Verzweiflung. Oder ihr könnt schauen, so, das ist jetzt so und wo sind da jetzt momentan meine Möglichkeiten? Und wahrscheinlich, wenn ich dann alleine mir diese Gedanken mache, werden diese Möglichkeiten noch nicht so bunt ausfallen. Wenn ich aber im Gespräch mit jemand anderen bin, könnte die Hoffnung steigen, dass wir in dieser Situation nächste sinnvolle Schritte formulieren können. Wir sind ja sehr automatistisch, auch von den Gedanken her. Und es sind einfach viele Einflüsse, die nicht motivierend sind, was auf der Welt passiert, etc. Und wir sehen schon an einzelnen Beispielen, wenn da ein nährendes Umfeld ist, wenn man sich da erinnert, sind wir jetzt in Richtung Freude unterwegs, das macht in dem Sinn was. Und somit ist, glaube ich, nichts, was man vorher, weil oft gesagt wird, ja, wie kann ich das greifen, wie kann ich das verstehen, sondern das passiert ja doch im Tun, im wirklichen Erleben, oder? Ja, und die Gedanken kommen dann relativ schnell wahrscheinlich, so wie es momentan bei uns modern erscheint, dass wir dann unterscheiden, geht es mir jetzt besser oder schlechter wie vorher? Wie erlebe ich das jetzt? Und es soll ja immer besser werden. Das ist ja irgendwie so unser Zugang. Wir brauchen das Bessere. Das bedingt natürlich, dass das andere schlechter ist. Wenn man aber da eine andere Sprache hätte, dass es nicht immer besser ist, sondern es ist dauernd anders und jeder Moment ist einzigartig, schafft man die Basis für
andere Interaktionen. Ja, besser, Andreas, sind wir einfach gewohnt. Es muss besser, besser, höher werden. Ich glaube, in der Menschlichkeit geht es um das Verständnis und die Empathie. Ich nehme dich wahr, ich bin da. Und du bist eben nicht nur jetzt diese Rolle als Gast zum Beispiel, sondern richtig interessiere mich für dich. Ich bin vielleicht auch nur passiv da und höre mal zu bei einer gewissen Situation. Und das, glaube ich, tut uns in der Tiefe auch so gut. Und das sehen wir jetzt jedenfalls als Zeitgeist, weil es ja viele Dinge jetzt, gibt ja viele Unternehmen, sind wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich, aber menschlich nicht, wo sie sagen, ja, ich bin unzufrieden, ich habe einen Mangel, ich spüre mich nicht. Also das Leben ist kein lohnendes Leben. Und somit eben wirklich diese zweite Richtung, wo menschlicher Erfolg eben dann den wirtschaftlichen Erfolg noch einmal nähert, weil eben gewisse Dinge gar nicht bezahlbar sind in Geld. Und das ist wofür, was du vorher kurz erwähnt hast, das ist so wesentlich. Wieso gehe ich da jeden Tag arbeiten? Das muss was Lohnendes, Nährendes sein. Und da kann man natürlich entsprechend aufbauen. Ja, und natürlich, und das erwähntest du auch vorhin schon, nicht jede Arbeit ist immer nur durch Freude geprägt. Es gibt da auch Anstrengung. Und die Frage könnte dann auch sein, wie begegne ich dieser Anstrengung? Und was für ein höherer Wert steckt denn hinter dieser Anstrengung, damit ich das tue? Es gibt wahrscheinlich Arten von Arbeiten, dafür entscheide ich mich bewusst, das ist mein Beruf, den habe ich gewählt. Aber auch im gewählten Beruf wird es Phasen geben, die sind halt steil und steinig. Und dann wird es vielleicht für den Freudestatus von Bedeutung sein, welche Gedanken kommen mir dann da und wie gehe ich mit diesen Gedanken dann bewusst um? Aber wenn man sich gerade da, Andreas, unterstützt, nähert, ermutigt, dann ist ja dieser Prozess gemeinsam in dem Sinn viel leichter schaffbar. Und gerade dieses, du bist zu wenig und du schaffst es nicht, das kennen wir ja. Ich meine, du bist an der pädagogischen Hochschule und bist da auch richtig im Thema drinnen. Und diese Ermutigung, die macht ja ganz was Großes, weil wenn jetzt dieses Unternehmen Nutzer wird in der Ökonomie der Menschlichkeit, dann wird der Freudestatus gemacht und über den Freudestatus bekenne ich mich zu einer menschlichen Wirtschaft und dann kriegt das Unternehmen die Logotafel und über die Logotafel und vielen anderen Dingen zeigt er da, ich bin in der Ökonomie der Menschlichkeit, also wirtschaftlicher, menschlicher Erfolg und vom Grundanliegen, vom gemeinsamen Anliegen ausgerichtet in dem Sinn an die Freude. Und desto mehr das im Fokus ist, desto aufbauender wird es. Und wie siehst du das? Dann kann man aber nicht diese Menschlichkeit werten und sagen, okay, aber du bist jetzt da im Freudestatus eher geringer und kannst das nicht nach außen kommunizieren. Es ist das Bekenntnis, glaube ich, das Entscheidende. Genau. Also es geht ja wahrscheinlich, so hoffe ich zumindest, nicht nur um die Tafel, sondern es geht ja darum, dass ich eine Entscheidung treffe, dass Freude bei unserem gemeinsamen Arbeiten einen hohen Stellenwert hat. Genau. Und dass wir immer wieder da hinschauen und dass wir uns einen gemeinsamen Erinnerer schaffen, das könnte ja diese Freudetafel dann sein. Was gelingt uns denn jetzt da schon? Und in welcher Form holen wir uns denn da eine Begleitung? Weil ich glaube, wir sind da oft auf diesen Autobahnen der Gewohnheit unterwegs. Wir sind es gewohnt, jene Muster und Gedanken dementsprechend in unseren Alltag zu integrieren und voranzutragen. Und wir kommen mal da zu bewussten Musterunterbrechungen und steigen da hinaus, wenn es jetzt momentan bei einer Testung vielleicht nicht so wie erwartet oder erhofft ausgefallen ist. Wie können wir uns da gegenseitig stärken? Das ist ein wunderbares Signal, wenn da diese Tafel ist und es kommt beim Freudestatus ein momentan wenig günstiger Wert heraus. Ja, aber wer sagt denn wenig günstige? Da geht es zum Beispiel um die Frage, was könnte mein Beitrag zu einer besseren Welt sein? Und wir haben das selbst im Team gemerkt, da waren wir ziemlich weit unten, weil man einfach sagt, naja, was sollen wir schon beeinflussen? Und das kann aber dann eben bei der Evaluierung ganz anders sein, indem man sagt, na klar, bauen wir was auf, wir geben den Gast, den Kunden was mit, wo der vielleicht ein anderes Leben führt, wie immer.
Und somit ist eben, gibt's da kein Schlecht in dem Sinn nicht, sondern wie du auch sagst, das ist ein Prozess und die Tafel ist ein Teil. Es geht ja dann um viele andere Dinge ja, dass der Mitarbeiter zum Beispiel seinen Freudestatus jetzt selbst einmal einstellen kann und der Kollegin, die Kollegin dann sieht, ah ja, heute bin ich eher weiter unten, aber ich habe eine Selbstreflexion. Das, glaube ich, ist das wichtig, dass man die Perspektive einfach auf das richtet und dann einfach schaut, dass man sich gemeint, dass man ein Teil des Organismus ist, der zum großen Ganzen beiträgt und jeder ist entscheidend wichtig und eben auch nicht in der Bewertung zu sein, sondern eben in der Verbindung. Was verbindet uns und nicht was trennt uns? Und da wird es noch unzählige Dinge geben, die man dann entdeckt und darum haben wir eben auch ein Projektteam. Du hast ja erzählt oder gerade erwähnt, Andreas, die Begleitung, wir sind ja auch ganz wichtig. Da haben wir die Barbara Huttecker und die Michael Stocker, die da ganz tief, gerade im Tourismus, in der Branche drinnen sind, wo die Unternehmer ja auch begleitet werden, gefördert werden und wo man sich dann schon immer freut auf die entsprechende Begegnung und auf den gemeinsamen Prozess. Und das fehlt, wenn man es rein monetär sieht im Moment, weil eine wirtschaftliche Perspektive, ja, es ist ganz schwer einschätzbar, wo gehen wir in dem Sinn hin, aber so diese, wie gehen wir um mit der Situation, das haben wir selbst in der Hand und das ist eben auch dieses menschliche Wachstum, wo, glaube ich, noch ganz viel Potenzial da ist und wo du als Lehrer oder als ausbildender Lehrer ja sagst, das ist auch noch unterrepräsentiert in der Ausbildung, dieses Zwischenmenschliche, dieses ja, dieses lebensförderliche, dieses, ja, wie würdest das du formulieren? Was wäre denn so ein Lehrfach, das da noch vielleicht geben könnte oder sollte? Weil wir reden ja über Schulen der Menschlichkeit. Also dieses Fach, das könnte wir heißen, also die drei Buchstaben wir, das habe ich jetzt bei dir mehrmals herausgehört, dass es nicht nur darum geht, wie es mir selber geht, sondern wie es uns jetzt da gerade geht und dass wir diese Perspektiven einnehmen. Das meine, natürlich ganz wichtig, das deine, auch sehr wichtig, das ich entsteht ja am Du, aber dann auch noch hinzuschauen, um wie geht es uns jetzt da, also dieses Plural zu genießen und wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, wie können wir uns da stärken, ermutigen, unsere Potenziale anerkennen, bewerten, also nicht verwechseln mit dem Beurteilen, sondern einen Wert geben, dass das was Besonderes ist. Und der Augenblick, das so jung kommen wir nicht mehr zusammen, sehr flapsig formuliert, aber der ist halt nur einzigartig. Also diesen Moment, den wir jetzt gerade haben miteinander, Georg, der kommt ja nie wieder, der ist einzigartig. Und das Leben auch, glaube ich, zu schätzen und zu sagen, wow, es ist so kraftvoll, wir haben so viele Möglichkeiten. Dieses Ohnmachtsdenken, ich kann jetzt nichts machen, das, glaube ich, zu lösen. Die Nicole Kopiol vom Schindlerhof, da haben wir gerade einen Impuls gehabt. Und sie sagt, nein, natürlich ist sie auch nicht immer gut drauf. Und das ist ja eben auch das Menschliche, sonst bin ich ja wieder eine Maschine. Wenn ich aber lache, das ist ja auch nicht authentisch. Und die sagt aber, wenn ich ins Unternehmen komme, die Energie ist hoch und mir geht es dann gleich besser. Also wir nähern, unterstützen uns. Und ich glaube, die sind da schon sehr sensitiv, um wahrzunehmen, wie geht's schon den anderen. Und das berührt mich allein, wenn ich es jetzt erzähle, weil das macht es im Grunde aus. Und dann ist ein funktionierender Organismus, wo man zusammenspielt, wo jeder gleich wichtig ist und wo es dann eben ja entsprechend strahle in der Ergebnis gibt. Und ich glaube, das Wofür, eine große Antwort für das Wofür da drinnen steckt dann auch, oder? Genau. Ja. Also und das Wofür beginnt mit dem Können. Und vorher führten wir ja schon ein Gespräch, ein kurzes, und ich vermute, dass manchmal Gedanken da sind, ich kann momentan nicht. Es ist so viel und ich kann nicht. Ich weiß gar nicht, wohin ich schauen soll, weil ich nicht mehr kann. Es ist einfach so viel. Und so die gemeinsamen Geschichten zu erzählen und zu erfinden, was wir denn alles können, was wir da gemeinsam schaffen, was wir schon geschafft haben und was noch möglich werden kann. Weil wir es können. Also menschlich, glaube ich, ist, dass man die Hoffnung hat und das starke Vertrauen, dass wir da noch einiges können. Und sind die Zeiten auch noch so finster? Da ist ganz viel da im Gemeinsamen. Ja, und was ich auch so wichtig schön finde, ist, weil es geht ja um die
gesellschaftliche Zukunft, um unsere Kultur. Also wo gehen wir gesamt hin? Und nicht nur isoliert jetzt das einzelne Unternehmen zu sehen. Aber da kann jeder ganz einen wundervollen Beitrag in dem Sinn leisten, was glaube ich auch für das Wofür wieder ganz ein wesentlicher Punkt ist. Und es zeigt auch, ich im Unternehmen, mir ist es wichtig, dass wir menschlich agieren. Mir geht es nicht nur um den wirtschaftlichen Erfolg, der natürlich wichtig ist und der auch folgt über die Menschlichkeit, aber auch, weil Marketing, Werbung wird immer schwieriger. Und Nachhaltigkeit, das hörst du überall, alles ist nachhaltig. Aber Menschlichkeit ist schon ein Bekenntnis, wo man dann auch kommunikativ ganz, ganz viele Dinge machen kann, die man entwickeln in den Projektteams. Und das darf einfach die Arbeit der Freude machen. Das ist im Tourismus so eine große Herausforderung. Da ist der Fokus, und das ist auch, glaube ich, medialer Thema, das ist so ein schöner Beruf, immer die Begegnung. Und das, glaube ich, darf auch gesamtgeschätzt werden. Nicht der Gast ist König, sondern alle sind wir Könige. Alle darf es uns gut gehen. Und es darf einfach eine gelingende Beziehung auf allen Ebenen sein, oder? Ja, ich glaube, besonders im Tourismus, wenn man da mit der Gabe des Dienenwollens gesegnet ist, dann wird schon oft Freude möglich werden. Wenn man da gezwungen wird zu dienen, dann eher schwer. Wenn ich mich selber immer wieder zwingen muss, das zu tun, was in diesem Kontext da wahrscheinlich schon eine Grundvoraussetzung ist, dann wird's wahrscheinlich andere Muster brauchen. Und da kann man sie. Ja. Aber kann man sagen, mit dieser zweiten Bilanz, die wir da jetzt schaffen, also wo wir richtig reingehen und sagen, ja, wirtschaftlicher Erfolg, der misst sich jetzt auf zwei Ebenen, das ist jedenfalls einmal Entscheidung, die in eine bereichernde Richtung führt. Was wäre die Alternative dazu? Die Frage stelle ich öfter. Wir haben ja gewisse Ergebnisse, wir haben eine gewisse Situation und wir sehen, wenn wir mit diesen Mitteln weitermachen, ja, dann wird es aber auch keine Veränderung geben. Also diese, jetzt den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, als wirkliche Chance auch in Begegnungsräumen, bei den Ladengeschäften, in ganz, ganz vielen Dingen, weil es ist ja die Unterscheidung zu online, weil gewisse Produkte, Dienstleistungen, die brauche ich halt nicht mehr. Dann brauche ich keine Begegnung mehr. Die kriege ich günstiger oft, schneller und all diese Dinge. Aber wir sind ja da soziale Wesen und sollten wir jetzt wirklich ganz, ganz stark an das erinnern. Ja. Also ich habe jetzt herausgehört, dass der Mensch, der einzelne Mensch in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Da, wenn du mich fragen würdest, sollte man da anders hinschauen, dann würde ich sagen, ja, vielleicht, dass man mehr noch auf die Begegnungen der Menschen schaut. Welche Kulturen haben wir da, wie wir uns begegnen? Begegnungskultur ist, glaube ich, ein starkes Wort in eurem Zugang. Und ich glaube, das sollte im Mittelpunkt stehen. Wie können wir uns da menschlich begegnen? Und wo erleben wir Freude in diesen Begegnungen? Und auch das sagtest du vorhin schon, dass dieses Gesehenwerden, ich werde gesehen bei dem, was ich da tue, das ist wertvoll, was ich da tue, was wir da tun, das hat Freude. Aber Andreas, das ist ganz weit und es geht ja wirklich ums Erleben. Gell? Wir versuchen das jetzt zu beschreiben, aber die Bilanz wird ja in dem Tun, in der Entscheidung wird sie ja dann sichtbar und in dem Sinn auch erlebbar. Nur was ich schon merke, ist, bei so einem Gespräch, es ist gleich einmal näherend. Es geht einmal immer um Lösungen. Es geht immer um das, ja, wie kann noch was besser werden? Wie kann es gelingender werden? Und das, glaube ich, ist ja schon mal eine Ausrichtung, die ganz gut tut. Und wo man dann, wenn wir nochmal ein Gespräch führen in ein paar Monaten oder in einem Jahr, dann wird es viel mehr Energie geben, weil das baut sich ja permanent in dem Sinn auf. Und hättest du jetzt noch abschließend für die Unternehmer, die Schulen ist ein ganz eigenes Thema, aber für die Unternehmer, die eben sagen, im Moment, ich bin erschöpft, ich kann nicht, noch irgendeine Inspiration, weil letztlich braucht es einen Raum für Neues. Wir brauchen andere Handlungen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild von dir, wenn das ein gelingender Organismus gesamt ist. Und da bin ich natürlich als Unternehmer jetzt einmal das Herz oder wie man das bezeichnet. Aber es hilft mir nicht, wenn ich immer im Mittelpunkt bin, ich alle Probleme lösen muss und all diese Sachen. Das ist, das Wirtschaft, glaube ich, da wandelt sich jetzt gerade viel, weil es einfach auch mit der Fülle an Informationen gar nicht mehr machbar ist. Hättest du da abschließend noch einen Tipp oder einen Hinweis? Also, wenn der Gedanke vorbeikommt, immer wieder,
dass es zu viel ist, ich kann nicht mehr, dann glaube ich, dass da sehr passende Zeitpunkt gekommen ist, einmal innezuhalten und sich zu überlegen, wofür mache ich denn das? Was sind denn da meine Werte da dahinter? Da habe ich dann noch nicht die Lösung, aber vielleicht beginnt dann ein Verstehensprozess. Der beste Zeitpunkt ist, glaube ich, wenn ich nicht mehr kann, innezuhalten und zu schauen, wo gibt es denn da Möglichkeiten? Wo sind Begegnungen und WegbegleiterInnen da, die mir vielleicht neue Richtungen zeigen können? Ja, schön, Andreas. Und glaube ich, ganz entscheidend, Vertrauen auch in das Leben, ja, in den Prozess, in das Jetzt, dass das alles einen Sinn hat, was gerade passiert und dass wir da vielleicht in ein tieferes Menschsein jetzt gehen. Vielen, vielen Dank, Andreas. Danke dir. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Prozesse. Schön. Danke.